2015 wurde das Pariser Klimaabkommen als Durchbruch und großer Erfolg gefeiert. Welchen Effekt hat es seitdem auf Prozesse in Sachen Klimaschutz und internationale Klimaverhandlungen? Naja, der Effekt ist ziemlich groß, weil sich ja fast alle Staaten der Welt hinter dieses Abkommen gestellt haben. Wir haben gestern die Erklärung gehört, dass auch Syrien jetzt als eines der allerletzten Länder das Abkommen ratifizieren möchte. Und damit ist es eines der Abkommen, die am schnellsten von den meisten Staaten ratifiziert worden ist. Also es war ein ganz großes Signal, dass Klimaschutz und eben der Schutz eben unserer Erdatmosphäre alle Staaten angeht und auch die Staatenwelt insgesamt sagt, da müssen wir was tun. Dort ist es höchste Zeit, dass wir in unserer Politik etwas verändern und eben die stärkere Zunahme von Treibhausgasen vermindern. Hat man das auch dann in der Folge in den Verhandlungen gespürt, dass da neuer Wind auch in die weiteren Verhandlungen zur Ausgestaltung des Abkommens gekommen ist? Oder hat man danach wieder ähnliche Bremserrollen gespürt, die bestimmte Staaten einnehmen? Also ist das Ganze durch das Paris-Abkommen auch in der Folge mehr ins Rollen gekommen? Also gerade durch die Vereinbarung des Pariser Abkommens haben sich ganz neue Koalitionen geschlossen. Es gibt zum Beispiel eine Koalition aus westlichen Staaten, kleinen Inselstaaten und auch Staaten wie Mexiko oder Brasilien und auch dem einen oder anderen afrikanischen Staat, die sagen, wir wollen ganz klar dieses Pariser Abkommen umsetzen und auch jetzt in den Details auch ausgestalten. Also da gibt es ganz neue Formationen und Bewegungen. Es gibt auch zum Beispiel eine Kooperation zwischen westeuropäischen Staaten und nordafrikanischen Staaten, die vor allen Dingen auf Projekte setzen, wie zum Beispiel einen größeren Solarpark in Marokko, wo also ganz konkrete Projekte umgesetzt werden. Oder es gibt auch Projekte zwischen Lateinamerika, Afrika und Europa, wo es auch darum geht, unter anderem öffentliche Nahverkehrssysteme, nachhaltige emissionsarme Nahverkehrssysteme in großen Städten in Ländern des Südens aufzubauen. Also da ist ganz viel Bewegung mittlerweile drin und das Paris-Abkommen hat nochmal einen ganz neuen Drive gebracht. Wir sind eben schon so ein bisschen darauf gekommen, inwieweit sind denn die Verhandlungen jetzt wichtig? Man könnte ja meinen, Pariser Abkommen ist durch oder geht es jetzt eben ans Eingemachte? Was ist die besondere Relevanz jetzt dieser Klimaverhandlungen? Naja, erstmal muss man ja quasi einen Text finden, um zu sagen, das wollen wir jetzt alles gemeinsam machen. Das